Hi Leute, was geht ab? FIFA Street 4 Let's Play Episode 3 Shanghai Challenge. 3 gegen 3 Füße, freue ich mich wahnsinnig drauf. Aber erstmal müssen wir unser Team aufrüsten. Wir haben mit den meisten Spielern jetzt Level 2 erreicht. Ich habe ein Spiel ohne euch gemacht, damit die das zweite Level erreichen. Da fehlen nur noch ganz wenige EP-Punkte. Deswegen können wir jetzt nämlich gleich in Freestyle auch mehr Tricks machen. Zumindest müssen wir die jetzt erstmal einkaufen. Und dann rüsten wir jetzt mal nach für nach auf und fangen mit Charles Darwin an. Soll ja immerhin der Vorzeigespieler werden. Und dementsprechend kaufen wir denen natürlich die beiden Grundskills, würde ich sagen, Hackenchop und Ballrolle. Für die anderen brauchen wir ein höheres Level. Ja, dann nehmen wir die Ballrolle. Attribute gehen wir bei denen natürlich voll auf Dribbling. Und bei dem Rest müssen wir jetzt gucken, wie wir das Ganze festlegen. Wir haben da ja noch keine Spieler für den Torwart oder sowas bestimmt. Ballrolle kaufe ich, glaube ich, mal bei jedem. Dann habe ich einen Trick, den alle können, dann kann ich mich gar nicht vertun. Ja, und ich glaube, dann nehmen wir Dom ins Tor und geben den direkt mal ein bisschen Defensive, Athletik, passend Schießen, Grundattribute. Torwart brauchen wir jetzt ja im nächsten Spiel nicht, sondern eher später für die 5 gegen 5 Challenges. Jamie hatten wir beim letzten Mal, genau. Dann kommt noch El Lobo. Kaufen wir auch die Ballrolle. Und dann gehen wir natürlich auf ja, Passen und Schießen, würde ich sagen. Oder nehmen wir Geschwindigkeit. Und last but not least, wer bleibt übrig? Wubdart. Guter Spieler, hat mich nie enttäuscht. War in den letzten Spielen, glaube ich, hauptsächlich im Sturm aktiv. Werden wir den natürlich auch wieder reinsetzen. Auch die Ballrolle mit. Und Passen und Schießen einfach mal hochschrauben. Und damit sind wir dann eigentlich bereit zum Spielen. Der letzte ist noch Level 1. Der hat uns die Shanghai Challenge freigeschaltet. Das ist der neue heruntergeladene Spieler von einem Freund. Damit sind wir berechtigt, das Spiel zu machen. Und ja, ich bin auf den Modus gespannt. Das ist mein erster 3 gegen 3 Freestyle. Mal gucken, was geht. Hier kann ich meine, ich muss nur meine Ausstellung anpassen. Aber da war ich gerade falsch im Menü. Hier, genau. So, hier können wir die Aufstellung anpassen. Charles Darwin im Sturm ist schon richtig. Lobo bin ich auch mit zufrieden. Und dann, noch einen defensiveren Typ. Irgendwie finde ich den Vergleich in der Mitte verwirrend. Es wäre schöner, wenn ich einfach die Attribute nebeneinander sehe. Ja, wer ist denn nochmal der Defensive gewesen? Jo, Dom. Dann nehmen wir den in die Defensive. Das sollte doch hinhauen gegen Nasri, Touré und David Silva. Das kann man ja mal machen. Sehr fair, aber in der Demo spielt man, glaube ich, die ganze Zeit nur gegen All-Star-Teams. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn ich die Vorversion spielen. Dann sind wir auch schon direkt im Freestyle. Mal gucken, was für Menüs hier oben haben wir zwei Skill-Leisten. Ich schätze, da wo die 0 stehen, werden die Punkte gezählt. Und ja, Zeit läuft hoch, das heißt, es gibt kein zeitliches Limit. Und je mehr Tricks ich mache, desto mehr wird die Leiste bei mir links gefüllt. Was passiert, wenn die voll ist, weiß ich noch nicht. Der Sieg sollte es nicht sein, er ist ja auf Skill-Punkte begrenzt. Jo, jetzt habe ich nämlich die ersten 516 Skill-Punkte bekommen. Und die sind mir auch direkt um der Liste eingeloggt. Wer als erstes 1000 hat, hat gewonnen in dem Spiel. Deswegen brauche ich den jetzt auch noch nicht reinmachen, weil ich noch mehr Skillpunkte brauche. Und mal gucken, ob ich die Leiste vollkriege, ohne dass ich das Spiel schon gewinne. Aber ansonsten ist auf jeden Fall Tore wesentlich kleiner. In der Arena mit Käfig kommt auch viel mehr Freestyle-Gefühl auf, als in der Amsterdam-Challenge. Und oh, den hätte er auch machen können. Ja, leichter Computer ist nicht so die Herausforderung, wie man gerade sieht. Am Abschluss sind die leider auch überhaupt nicht sicher. Und im Prinzip kann man die ganz einfach tunneln oder überspielen. Das heißt, eigentlich ist jeder Trick gegen die am Anfang eine sichere Nummer, wenn man die einmal ein bisschen drauf hat. Deswegen freue ich mich umso mehr auf die Vorversion. Ich hoffe, ihr auch. Wer von euch noch nicht weiß, wer die Vorversion kriegen soll oder gerade nicht das Geld hat, ich mache ein 30-Second-Review zur Vorversion. Das heißt, auf meinem Hauptkanal Everything MR92, den blende ich jetzt gleich ein, wird eine Verlosung von dem Spiel stattfinden, nachdem ich innerhalb von 30 Sekunden das Review für das Spiel gegeben habe. Das ist eine neue Art von Reviews, die ich gerne anbieten möchte und ich bin gespannt, wie sie bei euch ankommen. Ich habe bisher erst eins gemacht und ja, ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, wenn das rauskommt und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht verpassen wollt. Und dann gucke ich jetzt mal, dass ich die Challenge hier zu Ende bringe. Ein Ding sollte noch möglich sein. Oh Mann. Ist auf jeden Fall wichtig in dem Modus, dass man mit
LT seine Beine zusammenhält, wenn man vom Gegner, also wenn man gegen den Gegner verteidigt. Weil ansonsten schnell mal durch die Beine geschossen wird. Ist auch super nervig, dass die Computer im Prinzip nur die Ballron benutzen. Man geht recht aggressiv, also ich gehe zumindest recht aggressiv in den Spieler rein und möchte den Ball direkt abnehmen. Und im Prinzip rollen die ganze Zeit nur rum, da braucht man mit B gar nicht reingehen. Aber das ist bestimmt ja, also sobald der schwere Computer kommt, kommt man damit auch nicht mehr weit, wenn man einfach stumpf gegen den Gegner rennt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das Ding hier zu Ende bringe, bevor der auch noch Skillpunkte kriegt. Die Leiste oben kriege ich nicht so richtig voll, der Computer ist aber gerade gut dabei. Kriegt da nur keinen vernünftigen Abschluss hin. Oh Mann. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall beim nächsten Mal aufrüsten, ein paar mehr Attribute auf Schießen setzen. Wenn mit solchen Dingern dann auch reingehen, Chancen hatte ich jetzt genug, um das zu beenden. Wir sind schon bei der dritten Minute. Das ist schwierig, Mann. Oh mein Gott. Da hat er 900 Skillpunkte für bekommen. Da habe ich Glück, dass er nicht noch einen Tunnel gemacht hat. Dann hätte er das Spiel gewonnen mit einem Tor. Umso wichtiger, dass ich jetzt mal das Spiel zu Ende bringe. Muss ich jedes Tor nehmen, was ich kriegen kann. Skillpunkte sammeln und rein. Komm, rein. Jawoll. 165 Skillpunkte nur. Okay, das ist blöd, wenn ihr die nicht als Skills anerkennt, die Tricks. Oh mein Gott. Oh mein Gott. El Lobo kriegt auf jeden Fall erstmal Schießattribute reingedrückt. So, 776. Jetzt fehlen mir noch 224, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist ziemlich schwierig beim Zocken. Ich habe mir doch vorne eine Ballrolle gekauft. Wie geht die denn? Bei 926 Punkten sind wir. Das sollen wir jetzt gleich zu Ende bringen können. Ballrolle, Stick nach oben oder unten halten. Das ist ja machbar. Oh, I love it. Lass dich doch nicht so aussehen. Ja, Marina ist. Jetzt ist Marca, jetzt ist Marca. Meine Güte. Wenn Computer nicht so lange rumstehen würden, würde es auf jeden Fall viel mehr Bock machen. Oder wenn meine Spieler einfach das Tor reinmachen würden, wo sie sich im Moment vehement gegen wehren. Aber auf Dauer kommen sie damit nicht durch. Davor, jawohl. Steilpass. Jawohl, 383, das reicht. Damit haben wir den ersten Freestyle-Sieg mit 1309 zu 900 irgendwas Punkten. Und ich bin auch mit Charles Darwin direkt auf Level 3. Und noch jemand, das ist gut, dann können wir auf jeden Fall neue Skillpunkte vergeben. Und dann rechne ich das Let's Play hier nämlich deswegen auch schon ab. Und wir sehen uns im vierten Teil. Ich glaube, der vierte Teil ist der letzte Teil, nicht der Demo-Spiel. Da mache ich einfach nochmal einen Freestyle-Modus-Match. Und level nochmal meine Spieler auf und danach warte ich auf die Vollversion, damit wir neue Challenges haben, die wir machen und auch was vom Spiel sehen. Ansonsten die ganze Zeit die 5 gegen 5 oder 3 gegen 3 Challenge aus der Demo zu spielen, wird glaube ich ziemlich schnell lahm. Abonniert den Kanal, wenn ihr weiter beim Let's Play dabei sein wollt. Abonniert meinen Hauptkanal, wenn ihr bei der FIFA Street Verlosung auf jeden Fall dabei sein wollt. Und like mich auf Facebook, wenn ihr auch bei beiden dabei sein wollt. Da werde ich nämlich natürlich posten, sobald sich was Neues ergibt. Ich freue mich auf euch im nächsten Video und danke fürs Zuschauen.